Moin erstmal, ihr Lieben. Der Penzo ist zurück im LS22. Ich muss mir gerade hier mal mein Käffchen rüberholen. Es ist noch früh am Morgen. Wir sind im November gelandet. Ich habe ein bisschen was umgestellt. Und zwar hatte ich immer noch 2 Tage pro Monat gespielt. Das brauche ich hier auf der Karte, glaube ich, nicht. Ich komme auch mit einem Tag pro Monat zurecht. Das habe ich jetzt umgestellt. Dabei aber versäumt, dass ich die Kühe noch hätte vorher einmal versorgen müssen. Das müssen wir jetzt also unbedingt tun. Denen geht es soweit gut. Die haben noch ein bisschen Futter, die haben nur kein Wasser mehr. Die Hühner können wir jetzt mal hier runter dengeln. Die produzieren immer so eine halb angebrochene Palette. Die nehme ich dann hier raus und irgendwann müssen wir da mal wegfahren. Das liegt aber an dem irgendwie an dem Gebäudepack. Da hatte Kalle schon mal was im Forum geschrieben. Das liegt entweder am Gebäudepack, ne, oder halt irgendwie in Verbindung Gebäudepack mit Map. Ich glaube mal, dass die gelben Linien hier einfach ein bisschen weiter nach vorne raus müssen, dass das Raster da nicht stimmt. Aber dann sollte sich das erledigen. Mal gucken, wann da noch mal eine kleine Aktualisierung kommt. Denn Mist haben wir auch noch immer Schwierigkeiten bei den Schafen. Aber das ist jetzt nicht weiter dramatisch. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir zu den Kühen kommen und da einmal Wasser nachfüllen. Und dann sollen die Kühe auch komplett versorgt werden. Oh, ja, die Möhre springt ja richtig schön an. Ne? Guck mal. Der gute IAC. Nee, McCormick. 523, ein bisschen aufgedreht hat, ein paar PS mehr. Mit dem haben wir jetzt erstmal, warte mal, ich glaube, ne? Ist das alles, was der an Licht hat? Ja, scheint so, ne? Aber wenigstens ein bisschen, dann kann man sehen. Noch mal luren, nicht, dass da eine um die Ecke gebrezelt kommt. Müsste den Wasserwagen auch eigentlich direkt am Stall jagen. Bitte kommentiert mal, ich habe jetzt die Lautstärke von den Maschinen um 20% hochgedreht im Spiel. Nicht, dass das jetzt zu laut ist. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Füttern können wir auch noch. Da ist auch noch ein bisschen was da. Den Anhänger mal ins Heck. Müssen wir einmal zur Wasserstelle hier um die Ecke fahren. Ist nicht weit, ist hier gleich an der Brücke. Da können wir schön Wasser tanken. Ich denke nur, dass ich 2 oder 3 Mal damit fahren muss, aber das kriegen wir eigentlich auch zurecht. Sollte nicht so schlimm sein. So, ich hatte beim letzten Mal ein bisschen Schwierigkeiten. Nö, es geht ohne Probleme. Sehr gut. Ich hatte ja immer gedacht, dass man auch hier mit dem Menja-System und dem Schlauch tanken muss, aber das geht wunderbar so. Noch so ein Kaffee am Morgen. Wobei, ist es eigentlich später Nachmittag, aber im Spiel ist er jetzt morgen. So, dann. Warte mal, ich kann mich ja mal reinsetzen und hier mal so krähen. Ne? Wer das Wort krähen nicht kennt, das ist das plattdeutsche Wort für umdrehen. Oder wenden, sagen ja auch die Deutschen. Wenn hier mehr als reingeht, geht nicht rein. Das ist noch mehr befüllen können wir nicht. Und der Schlepper nimmt kein Wasser. Der nimmt Diesel oder eine ordentliche Mütze voll Öl.
So, dann sollen wir hier mal bei die Kühe reinfahren. Kommt der Nordfriese schon wieder durch. Natürlich genau die Bertha im Weg, ne? Ja, nimm mal die Nase ein bisschen weg. So, siehst du. Hier muss ich die Handbremse anziehen, sonst rollen wir weg. Können wir doch gleich auch schon mal ein kleines Foto Knipson machen. So. Gucken wir mal, wie viel da jetzt reinläuft. Wasser, 4000 Liter. Und ihr seht, dass die Produktivität hier ist ein bisschen gesunken. Aber nützt ja nichts. Achso, Feststellbremse, wenn man die festmacht, dann muss man die auch wieder lösen. So. Ja, jetzt legst du dich auch noch gerade genau im Weg. Meine Güte. Ja, zieh den Po ein halt, ne? Also, echt jetzt mal. Störrische Biester. Hauptsache, sie bleiben jetzt erstmal da, wo sie hingehören und laufen nicht durchs Gatter. Füllen Sie das Gerät zuerst auf. So, machen wir das doch mal. So. Können wir doch mit zweimal lang, ne? Ja, das ist ja nichts, ne? Die Viecher, die haben ja Durst und Hunger und sollen Milch produzieren, von daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die ordentlich zu versorgen. Ist ein bisschen frisch, muss ich sagen. 9 Grad hier auf dem offenen Trecker. Und könnte ich schon mal langsam wieder anfangen, langärmlich anzuziehen, ne? Hier so mit kurzärmlich und Cabby aufgehen. Nicht mehr lange gut, ne? Irgendwann müssen wir den Wintermantel rausholen. Ein Bauer ist der. Steckt das auch weg. Dem ist immer warm. Er arbeitet sich warm. So. Ich hoffe, dass es jetzt haben. Wenn wir 5500 Liter haben, dann ist das ja auch erstmal die letzte Runde. Dann sollten wir damit hinkommen. Jawohl, so wollen wir das. Immer schön aus dem Weg gehen. Perfekt. Gucken wir doch mal, wie wir da jetzt den Kram füllen. Das sieht doch gut aus. Oh ja. Meine Güte. Da kommen wir doch erstmal mit hin. Guck mal, das ist doch prima. Dann können wir jetzt schon mal den Wasserwagen wieder wegfahren. Den können wir tatsächlich mit zweimal fahren locker aus. Na, reicht das? Das reicht. Einmal von hinten aufsteigen. Und dann kommt der Tankwagen erstmal wieder an Ort und Stelle. Wobei, Sekunde mal. Wie ist denn das bei den Schafen? Da braucht doch auch eine Partie Wasser, ne? Die haben noch genug. Die brauchen nichts. Einmal auch nochmal sicher gehen. Bevor wir hier den Kram wieder wegstellen und den dann auch nochmal brauchen.
Da liegt noch ein kleines Gewicht. Das ist so ein Gewicht für die Ackerschiene. Das hatte ich mir ja damals für den Renault geholt. Das brauche ich allerdings im Moment nicht. Aber wer weiß, vielleicht kann man das dann nochmal brauchen. Hier für den Renault hatte ich mir auch nochmal ein bisschen Werkzeug geholt. Wie viel Mist haben wir denn jetzt? 30.000. Vielleicht könnten wir einmal eine Partie Mist fahren tatsächlich. Ich habe ja noch die eine Koppel, wo ich noch nicht angesehen habe. Da kann ich erst im Frühjahr Hafer ansehen. Muss noch mal gucken. So, jetzt hoffe ich, dass ich zumindest den Restfutter hier jetzt rauskriege. Dass ich da genug Power für habe. Jetzt genug haben. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Mischration basteln. Ja, dann muss ich wohl den Fan dazu holen. So kommen wir nicht drum rum. Alles aus. Switchen einmal in den Fan drüber. Denn hier habe ich ja den Frontlader dran. Damit wir dann dieses Mal nicht umfallen, mache ich das mal so, dass ich das Heckgewicht, ja, das Frontgewicht mitnehme und mir das ins Heck hänge. So rum. Da noch mal Fass und dann haben wir den Frontlader hier um ran, mein Jung, einen Spieß haben wir auch. Ja, die Spritze ist nicht kompatibel, das ist klar. So, machen wir auch mal hier Licht an, dann nehmen wir uns gleich schon mal von hinten ein Silageballen mit. Müssen wir da eben einmal kontrollieren, ob es denn auch Silage schon ist. Aber es sollte eigentlich. Schlagen wir einmal aus und kontrollieren das einmal. Ne? Das liegt hier alles eigentlich ganz gut. Das ist alles Silage. Hier oben auch. Wenn ich es auf der Karte richtig gesehen habe, müsste das ja auch schon Silage sein. Jo. Sehr schön. Da können wir nachher bestimmt einiges von verkaufen. Glauben nicht, dass wir das alles in diesem Jahr benötigen werden. So, da oben wir mal gucken. Dann nehmen wir den halt doch schon mal rüber. Hier ist auch ein klein bisschen Wärme auf dem Schlepper. Hier kann man die Heizung anmachen. Wir haben auch schon 1 Grad mehr, ist es schon bei 10 Grad. Da soll langsam wärmer. Soll heute auch ein sonniger Tag werden mit 15 Grad. Das ist doch schön. Oh. Draußen fuhr gerade irgendwas Großes an Landtechnik vorbei. Ich habe hier das Fenster bei mir im Zimmer auf Kipp und da ballerte irgendwas Größeres vorbei. Schwer zu sagen, was. Auf jeden Fall hatte der ziemlich starke Reifengeräusche. Die konnte man sehr schön hören. Also wenn man auf dem Land lebt, dann kriegt man sowas immer sehr schön mit.
muss mal irgendwann eine OKF draußen machen. Vielleicht mache ich da mal ein paar Bilder von. Mal gucken. So, da haben wir schon mal Silage drin. Ich muss einmal hier auf die Anzeige gucken. Ups. Falscher Knopf. So, dann haben wir das schon mal drin, denn das ist gut. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen Strom. Jetzt haben wir da 700 Liter. Da passen nur eigentlich 12.000 rein an Masse. Bin da immer noch so ein bisschen überlegen, ob ich da jetzt reinpacke, aber ich glaube 10 könnten wir schon mal auf jeden Fall reinschmeißen. Die sollten jetzt hinter uns stehen, jawohl. Das ist auch mal ein lustiges Vergnügen mit den kleinen Ballen. Ich könnte sie jetzt per Hand reinschmeißen. Aber es ist eigentlich auch ganz putzig, die so reinzufahren. Das von hier sehen? Schwer, ne? Ja? Das finde ich schon echt schwer. Ich hänge in der Tür fest. Bob, jetzt sind sie umgefallen, verdammt. So, das sind 2100 Liter, ne? Drei Stück. Ups, ups, ups. Ja, genau das. Das passiert dann. Aber die kann man ja schmeißen. Also die kann man zumindest. Ups, die kann man. Jetzt habe ich den auf. Das ist ja auch geil. Guckt euch das mal an. Jetzt habe ich den auf den Ballenspieß geschoben. Oh Mann. Das hätte ich auch noch nicht gehabt. Ich krieg das nicht zurecht. Oh Mann, Penzo. So. ...5400, weißt du was? Komm her. Wo ist der denn jetzt gelandet? Reingefallen oder nicht? Muss ja. Der muss ja reingefallen sein. Oh Mann. Das ist schon wieder hier komplexes, kompliziertes Thema. Oh. Deswegen werde ich demnächst halt eben auch tatsächlich Rundballen machen. Denn wir können auch in die Hallen hier Rundballen einlagern. Wir brauchen gar nicht unbedingt HD-Ballen. Es macht Spaß, die HD-Ballen zu pressen, keine Frage. Aber das Handling, das ist doch so eine Sache. So, dann machen wir gleich mal kommen. Schmeiß den jetzt mal. Pupp. Ach, geklappt. Das meine ich auch. Also, ne? Ein Bauer, der arbeitet sich warm. Das ist gar nicht das Problem. So, jetzt haben wir 9800 Liter drin. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Heu, ne? Sonst kommen wir da nicht an den Rand. Und beim Heu machen wir es genauso. Das sind dann 6000 Liter. Machen wir erstmal so. Upp. 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 Und oh, der ist in die Futtergosse geflogen.
Das gibt's doch nicht. So. Muss man manchmal ein bisschen Gewalt anwenden. So, ab. 86, so langsam. Tut sich das aber. Also wenn ihr euch langweilt, ihr könnt auch abschalten, ihr müsst nicht, aber... Hopp. Ich finde das gar nicht so schlimm. Das ist auch manchmal ein bisschen amüsant. Hopp. Das war mit Bande. Irgendwie müssen wir uns ja zu helfen wissen. Das geht halt nicht anders. 96%, aber das ist, glaube ich, zu viel Stroh, was wir da reingeschmissen haben. Das ist nicht so gut, ne? Das ist nicht so gut. Scheiße, zu viel Stroh reingeworfen. Naja, also ich meine, Kühe werden schon satt, ne? 13.000. Dann hoppen wir mal rauf. Die Hälfte ist jetzt raus. Wenn wir jetzt noch ein bisschen nachschmeißen, dann haben wir auch gleich das richtige. Hey! Dann haben wir auch gleich das richtige Futter. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Heu. Fängt ja das Zittern an, ne? Was haben wir jetzt drin? Was sagt der? 9.000. 12.000 gehen rein. Das sind noch 2.500. Sechs mal vier müsste eigentlich gut sein. So. Dann versuche ich jetzt mal mein Glück mit dem Schlepper. Wollte eigentlich zwei nehmen. Kleines Stück runter und den haben wir rückwärts genommen. Okay, gut. So langsam müsste das in den richtigen Dimensionen sein. Notfalls schmeißen wir noch ein bisschen mehr rein, da haben wir noch ein bisschen Platz. Und ich habe noch so viel Heu. Verdammt mich. Dann holen wir noch ein bisschen Silage ran. Gleich. Dann sollten wir das Mischverhältnis hinbekommen.
Aber wir haben die Tiere schon versorgt. Die haben jetzt genügend Heu. Dann sind die erstmal zufrieden und satt. Und die Mischration, die können wir dann gleich in Ruhe uns zusammen mixen. So, was brauchen wir denn noch? Silage brauchen wir noch dafür. Ein bisschen, nicht viel, nur ein bisschen. Dann machen wir den einfach voll mit Silage. Das sollten wir hinbekommen. Holen wir uns mal. Oha! Was ist das hier denn? Ich bin zu weit gefahren. Ach, die Geschichte. Da steht der Baum um mich. Ich weiß was. Den Baum, den werde ich glaube ich auch im Winter einmal wegkappen. Dass wir da ein bisschen Platz kriegen. Der kommt weg, der Kleine da. Und der kommt auch weg. Dass wir hier bei der Auswahl ein bisschen mehr Platz haben. Nehmen wir die Motorsäge und dann flexen wir die einfach weg. Schnell rechts, links. Schlückchen Kaffee zwischendurch. Soll ja nicht auf dem Boden rumschrappeln. Neulich bin ich hier um die Kurve gefahren. Ich hätte den Fan fast auf die Seite gelegt. Bin dann mit 50 um die Kurve gefahren. Kriegte gerade noch gebremst und die Lenkung in die richtige Richtung gedreht, dass er mir nicht durch die Geschwindigkeit auf die Seite ballert. Ne? Das war eine Nummer, ey. Meine Güte. Siehst du, jetzt haben wir auch Mischration. So soll das sein. Zack. Jetzt habe ich allerdings noch. Nee. Das ist sich ausgegangen. Genial. Das ist ja super. Schön. Gut, dann haben wir noch eine Portion Mischration für die nächste Runde. Und ich würde mal sagen, wir sind am Ende angekommen. War wieder eine lange Folge heute mit ein bisschen Handarbeit und ein bisschen ja, chaotischer Ballenwurftechnik vom Penso. Der sagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst wie immer doch gern das Däumchen da. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. So hoffe ich zumindest. Beim nächsten Mal müssen wir schauen, was wir denn hier im November noch so machen können. Aber Tiere versorgen steht jetzt wie gesagt erstmal an erster Stelle. Dass wir da schier sind und dann gucken wir mal, vielleicht können wir einfach nochmal eine Runde Mist ausbringen. Dann müssen wir mal gucken, welche Mischstreuer wir uns holen und dann wird das schon. Mal gucken. Und wie gesagt, wir werden diesen Winter wohl ein bisschen Holz machen. Schauen wir mal. Bis dahin, euer Penzonator. Tschüss. Macht's gut.